ist die Welt im Wandel und das Klima noch viel mehr. 1,5 Grad zu retten, das wird schwer. Und vermutlich kommt es doppelt oder dreifach schlimm. Ich glaube, da wäre mehr, viel mehr. Denn gibt es nicht da nicht gerade in den Foren Botschaft eine Idee vom Leben, die sagt, dass in Krisen Chancen liegen, dass aus Trümmern Asche, Staub und schöpferische Kreativität sich baut? Katholisch, politisch, aktiv. Das gilt beim Jubiläumsfestival des Bundes der deutschen katholischen Jugend nicht nur für den großen Poetry Slam auf der Bühne. Ein ganzes Wochenende lang treffen sich 300 junge Gläubige in Vechta, um das 75-jährige Bestehen des Dachverbands der katholischen Jugendverbände im Oldenburger Land zu feiern. Der BDKJ ist sehr wichtig. Er nimmt viele verschiedene Positionen und Funktionen ein, sowohl in der Kirche als kritische Stimme, als jemand, der in die Wunden reindrückt und konsequente Aufarbeitung von verschiedenen Dingen fordert, aber auch in der Gesellschaft und in der Politik. Neben den kirchlich und politisch geprägten Programmpunkten des Festivals steht aber vor allem auch das Miteinander für die Teilnehmer am Vordergrund. Lachen, unterhalten und feiern. Die Jugendlichen genießen die entspannte Atmosphäre bei herrlichem Sommerwetter. Allein das Zusammensein, die Gemeinschaft fördern, das ist schon wichtig. Es ist einfach schön, es macht richtig toll viel Spaß. Wir sind einfach viele schöne Menschen und es gefällt mir ziemlich gut. Die gute Laune zeigt sich auf dem gesamten Festivalgelände, wo die verschiedenen Mitgliedsorganisationen des BDKJ verschiedene Workshops anbieten. Von bunten Batik-Farbgestaltungen bis zu lustigen Gruppenspielen. Und auch der Sport kommt nicht zu kurz. Jeder kann machen, was er möchte. Können sie sich hier hinsetzen, essen, sie können Spiele spielen, Musik genießen, tanzen, Texten lauschen und einfach frei sein. Und dieses Gefühl der Freiheit genießen die jungen Gläubigen nach der langen Zeit der Corona-Einschränkungen besonders stark. Es ist klasse, wenn man hier jetzt auch mal wieder wirklich Leute treffen kann. Vor allen Dingen, weil hier jetzt auch mal wirklich viele Leute sind. Sonst war ja immer dann mit 10 Leuten oder so, aber jetzt ist schon, das ist schon besser. Also hier ist auch irgendwie dann einfach alles komplett frei. Und das macht es eigentlich gerade gut, weil das braucht man auch wieder. Nur gemeinsam können wir als starke Stimme sprechen. Eine einzelne Stimme kann nicht so viel bewegen. Gemeinsam schaffen wir mehr. Und das haben wir auch gezeigt in den vergangenen Jahren, dass wir eben viel beeinflussen können und viel auch schon vorleben können und zeigen können, so kann es gehen und Kirche oder Gesellschaft kann nachziehen. Und so werden auf dem BDKJ-Jubiläumsfestival nicht nur die vergangenen 75 Jahre zelebriert, sondern auch die Weichen für die Zukunft von Jugend und Kirche gestellt.